Vorhofflimmern in wenigen Sekunden mittels Pulsfeldablationsmethode behandeln. Wir wissen heutzutage, dass das Vorhofflimmern von Signalen oder Triggern aus den sogenannten Lungenvenen verursacht wird. Die Lungenvenen sind im linken Vorhof des Herzens. Von dort aus kommen Signale, Störfeuer, die auf den Vorhof übergehen und im Vorhof dann das sogenannte Vorhofflimmern auslösen können. Also es gibt verschiedene Ansätze der Behandlung von Vorhofflimmern. Es gibt natürlich die medikamentöse Therapie, dass man Medikamente gibt. Das ist aber nicht besonders effektiv und hilft unseren Patienten nicht in allen Fällen. Deswegen wurde die sogenannte Katheterablation entwickelt, wo man durch einen kleinen minimalinvasiven Eingriff zu diesen Lungenvenen vorgeht und die Lungenvenen elektrisch isoliert. Das heißt, man brennt oder friert einen Kreis um die Lungenvene herum, sodass diese Störfeuersignale nicht auf den Vorhof übergehen können. Wir haben heutzutage die Möglichkeit, die Lungenvenenisolation mit der sogenannten Pulsfeldablationsmethode durchzuführen. Diese Methode hat den Vorteil, dass sie weder Kälteenergie noch Wärmeenergie verwendet, um diese Lungenvenen zu isolieren, sondern sehr hochvoltige Impulse, die das Herzgewebe sehr, sehr zielgenau und präzise abladieren können. Und das ist eben sehr, sehr sicher und sehr, sehr schonend für unsere Patienten. Das umliegende Gewebe, Gefäße, Nervengewebe, Lungengewebe, Speiseröhre werden nicht von diesem Verfahren beeinträchtigt, sondern ausschließlich Herzmuskelgewebe wird hier verödet.